Ja, so ist es. Heute Morgen der letzte Haushalt, nämlich der Einzelplan 22 vom Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. 150 Milliarden hat er zur Verfügung, da über 100 Milliarden mittlerweile für die Rente. Und in der Tat ist die Grundrente natürlich die Trophäe der SPD, die sie in den letzten Wochen und Monaten erkämpft haben. Darüber möchte ich auch reden mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Katja Maas, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Und auf Herrn Theurer von der FDP warten wir noch. Macht nichts. Wir beide können uns darüber schon mal unterhalten. Die Einkommensprüfung hat man sich darauf geeinigt, nicht die Bedürftigkeitsprüfung. Darüber ist ja allenthalben viel gesprochen worden. Deswegen will ich es mal anders versuchen. Die Grundsicherung im Moment beträgt 808 Euro im Jahr 2021, wenn Sie diese Rente einführen, dann 840 Euro. Was bedeutet das denn für jemanden, der keinen Partner hat, kein weiteres Einkommen bezieht und 700 Euro Rente beziehen würde? Kriegt er dann 10% mehr auf die 700 Euro, also 770, oder 10% mehr auf die 840 Euro? Weder noch, weil die Grundrente funktioniert anders. Die Grundrente ist ja ein großer Zugewinn für den Sozialstaat. Übrigens nicht in diesem Haushalt abgebildet, über den wir gleich diskutieren, weil die ist ja noch gar nicht gesetzt. Aber wir haben uns vereinbart im Koalitionsausschuss. Und es geht darum, dass auch bei der Grundrente das Äquivalenzprinzip gewahrt wird. Also die Erhöhung der Grundrente hat immer auch was mit den Rentenpunkten, die man sich erarbeitet hat, zu tun. Und die werden höher gewertet. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein bewährtes System. Gibt es heute auch schon übrigens bei der Höherwertung in der Erziehungszeit. Man kriegt ja nicht nur 3 Entgeltpunkte Mütterrente, sondern 10 Jahre Anrechnungszeit. Und wenn man in der Zeit arbeitet, wird die Rente auch höher gewertet. Das Prinzip ist schon wohl bekannt in der Rente. Muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, bei meinem Beispiel 700 Euro. Ich hatte gedacht, es gibt 10% Aufschlag. Und meine Frage war ja 10% auf die... Nein, es wird jetzt so, wenn die 700 Euro Entgeltpunkten von 0,3 im Schnitt entsprechen, dann werden sie auf 0,6 höher gewertet. Wenn sie 0,5 entsprechen, wird auf maximal 0,8 höher gewertet, weil das ist die Grenze, bis zu der höher gewertet wird. Dann gibt es noch einen kleinen Abschluss. Alles ein bisschen kompliziert. Rentenrecht ist immer jede kleine Stellschraube, sind viele Milliarden Euro. Aber wir haben ein System gefunden, das tatsächlich das, was wir mit der gesetzlichen Rente abbilden, nämlich je länger und je mehr sie einbezahlt haben, desto mehr bekommen sie raus, auch in der Grundrente mit abbilden. Aber trotzdem profitieren extrem viele Menschen und vor allen Dingen 80% davon werden Frauen sein. Auch das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Frau Maas, Sie können sich ein bisschen eindringen. Ich begrüße jetzt Michael Theurer von der FDP, auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wir haben gerade schon mal angefangen, was das für den Einzelnen bedeutet. Es ist ja in diesem Haushalt noch nicht abgebildet, das hat Frau Maas auch gesagt. Insgesamt ist diese Grundrente jetzt geeint zwischen CDU, CSU und SPD. Die FDP aber hat nach wie vor große Bedenken, oder? Wir haben nach wie vor große Bedenken, nicht nur, weil die Große Koalition jetzt die fünfte Maßnahme beschlossen hat, die weitere Belastung auf künftige Generationen verlagert. Wir glauben aber vor allen Dingen, dass die Grundrente, so wie sie jetzt in der GroKo vereinbart wurde, die Schwäche hat, dass sie nur für einen ganz kleinen Kreis praktisch in Frage kommt. Also das heißt, nur wer 35 Jahre gearbeitet hat. Wir sehen eine große Ungerechtigkeit auch darin, dass kein Unterschied gemacht wird, ob Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet wurde. Und wir haben ja ein eigenes Konzept vorgelegt, die Basisrente, die sagt, wer gearbeitet hat, soll von seinen Rentenversicherungsansprüchen 20% behalten dürfen, auch wenn er Grundsicherung erhält. Und wir wollen dadurch die Altersarmut, und das ist tatsächlich ein Problem, wirksam begrenzen. Unser Vorteil oder der Vorteil unseres Modells ist, dass eben diejenigen, die jetzt bei der Grundrente leer ausgehen, dass die auch einen besseren Beitrag bekommen. Und vor allen Dingen, unser Modell kostet nur 400 Millionen und keine 1,5 Milliarden. Die eine Milliarde, die da eingespart wird, die würden wir, weil die aus dem Steuertopf kommt, gerne stecken in die berufliche Weiterbildung und in andere wichtige Zukunftsinvestitionen. Die 1,5 Milliarden ist ja auch nur eine Schätzung. Ich sag mal, Rente mit 63 haben heute 900.000 Menschen beantragt. Andrea Nahles hat damals mit weit weniger gerechnet. Also das dicke Ende kann da ja auch noch kommen, oder? Naja, ich möchte zuerst mal zu dem was sagen, was Herr Theurer sagt. Der Grundunterschied zwischen unserem Sozialstaatsverständnis ist, dass wir als SPD sagen, wenn Menschen Rentenbeiträge aus eigener Leistung, also durch Arbeit, Kindererziehung und Pflege beigetragen haben, 35 Jahre, ich hätte gern auch noch einen Übergangskorridor, darüber reden wir noch in der Koalition, dann solle nicht in die Grundsicherung fallen, also nicht in die Bittstellerhaltung gegenüber dem Sozialamt, wenn ich das mal so sagen darf. Sein Modell sagt, erst wenn du quasi
quasi berechtigt bist, Sozialhilfe bzw. Grundsicherung im Alter zu bekommen, dann kriegst du was von uns. Und unser Grundrentenmodell sagt, du hast einen Rechtsanspruch. Das ist ein fundamental unterschiedliches Verständnis des Sozialstaats, Menschen nicht zu Bittstellern zu machen, sondern zu sagen, du hast eine Lebensleistung erbracht, die erkennen wir an. Und ja, wir haben auch noch einen zweiten Bestandteil der Grundrente, das ist der erste. Der zweite ist auch, dass wir einen Freibetrag in der Grundsicherung machen. Da sind wir dann ganz nah an dem, was Herr Theurer gesagt hat. Aber uns geht es darum, dass Menschen, die 35 Jahre eigene Beiträge haben, auch diese Beiträge äquivalent zurückbekommen. Ja, Herr Theurer, bitte, also den Punkt finde ich ja ganz spannend, die Frage, ob einer nur halbtags gearbeitet hat oder ganztags, das ist ja dann von, in der Frage der Gerechtigkeit schon ein Problem, wenn die am Schluss die gleiche Rente beziehen, oder? Also wir Freien Demokraten stehen zum Äquivalenz- und zum Leistungsprinzip. Also Leistungsgerechtigkeit ist wichtig. Konkret heißt es, wer gearbeitet hat und Beiträge einbezahlt hat, der soll besser stehen als derjenige, der nicht gearbeitet hat. Und jetzt ist ja die Frage Sozialstaatsverständnis. Wir sehen in der heutigen Regelung der Grundsicherung schon ein Problem. Also dieses Thema, dass man sich schämt, zum Amt zu gehen, dass es als Almosen dann angesehen wird, das wollen wir auch ändern, indem wir sagen, da muss es eine andere Statusfeststellung geben. Wir wollen das Ganze bei dem Rentenversicherungsträger bündeln. Aber jedenfalls sagen wir, mit unserem Ansatz ist es in jedem Fall so, dass die Grundsicherung die Absicherung des Existenzminimums für diejenigen bietet, die keine eigenen Beiträge bezahlt haben. Aber wenn sie Beiträge bezahlt haben, soll das nicht negativ wirken, sondern es soll positiv wirken, sodass es einen Anreiz gibt zu arbeiten. Und zwar egal, ob sie Teilzeit gearbeitet haben oder auch 33 Jahre gearbeitet haben, weil die Schwäche bei dem Thema der SPD ist doch, dass nur 35 Jahre gelten und alle, die da drunter sind, die fallen durch den Rost. Das ist grob ungerecht und wir glauben auch, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben. Ich mache da mal an der Stelle mit Ihnen noch mal schnell weiter. Warum gibt es überhaupt Menschen, die ihr Leben lang arbeiten, 35 Jahre oder länger, und dann so wenig verdienen, dass sie unter die Grundsicherung fallen? Die Bundesregierung hat gerade eine neue Zahl rausgegeben. Von den momentanen Arbeitnehmern sind ungefähr 11,43 Millionen Menschen, die arbeiten und nach 45 Jahren sogar gerade die Grundrente oder noch nicht mal erreichen. Das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein, weil wir natürlich den Eindruck haben, wenn jemand das ganze Leben gearbeitet hat, dann muss das auch reichen, um das Existenzminimum abzudecken. Fakt ist aber, dass natürlich die Frage, was ist eigentlich dann das richtige Einkommen, nicht eine Frage ist, die der Staat planwirtschaftlich, das hatten wir ja schon mal im Sozialismus regelt, sondern das Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft war, dass es Tarifautonomie gibt, dass es Tarifpartner gibt, Gewerkschaften und Arbeitgeber, die das miteinander verhandeln. Also wenn die Politik sich anmaßt zu glauben, was ist die richtige Lohnhöhe, mit der man dann auch in einer globalen Wettbewerbswirtschaft mit den Unternehmen überleben kann, dann macht der Staat einen großen Fehler. Und wir sagen, genau für diese Fälle ist es eben notwendig, dass es eine staatliche Sicherung des Existenzminimums gibt. Damit es aber für die Solidargemeinschaft nicht zu teuer wird, brauchen wir den Leistungsanreiz, dass auch derjenige, der staatliche Leistung erhält, eben zusätzlich arbeitet und damit in die Kassen einbezahlt. Ich will nochmal dabei bleiben. Das Problem ist doch, dass viel zu niedrige Löhne über Jahre gezahlt wurden und das ist offensichtlich auch immer noch der Fall. Ist der Niedriglohnsektor in Deutschland ist einer der höchsten in Europa. Die Grünen haben daraus jetzt bei ihrem Parteitag die Konsequenz gezogen, haben gesagt, wir wollen 12 Euro. Ist mir völlig unklar, warum, weil mathematisch müsste es 12,43 Euro geben, damit man nach 35 Jahren die Grundrente erreicht. Kriegen wir da jetzt so einen Überbietungswettbewerb? Die Linken wollen noch mehr. Was bietet die SPD? Also zuerst mal möchte ich zu den inhaltlichen Punkten was sagen, die wir gerade gehört haben. In der Rente wird nicht erfasst, ob jemand Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet hat. Auch beim Äquivalenzprinzip spielt es keine Rolle. Und da die Grundrente auch nach hinten wirkt, also auch für Bestandsrentnerinnen und Bestand, also die, die heute schon Rente bekommen, können wir das gar nicht feststellen. Deshalb muss man einen pragmatischen Weg finden. Aber das Äquivalenzprinzip der Rente kennt es auch nicht. Ne? Die fragen nicht, hast du Teilzeit 0,5 Entgeltpunkte oder Vollzeit 0,5 Entgeltpunkte? Die werden einfach umgewandelt dann in die Rente entsprechend. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich nehme zur Kenntnis, dass Herr Theurer, falls er irgendwann mal mit der SPD regieren sollte, bereit ist, die Grundrente so zu verbessern, dass wir einen breiten Übergangskorridor machen können, damit noch mehr Menschen davon betroffen sind. Das finde ich zuerst mal gut. Und drittens, natürlich ist es politische Pflicht, wenn Tarifautonomie sinkt, Tarifbindung sinkt, wir Dumpinglöhne in der Bundesrepublik Deutschland haben, die weit unter einem anständigen Niveau liegen, damit man mit einem Leben voller Arbeit auch im Alltag
gut vorgesorgt hat, einzugreifen. Das haben wir mit dem gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn gemacht. Dagegen war die FDP. Also insofern ist er konsistent in seiner Argumentation. Aber wir stehen dafür, dass der Staat da schon auch die Lohnuntergrenze festlegen muss. Und auf unserem SPD-Bundesparteitag machen wir einen großen Sozialstaatsantrag. Da geht es darum, den Sozialstaat von der Arbeit zu denken, ein Recht auf Arbeit zu verankern. Und da steht natürlich auch drin, dass wir mindestens einen Mindestlohn von 12 Euro wollen. Weil nur wenn man ungefähr, Sie haben schon die genaue Größe gesagt, aber im Kern geht es darum, wenn man 40, 45 Jahre gearbeitet hat, muss man aus der Bedürftigkeit rauskommen können. Deshalb muss der Mindestlohn auch erhöht werden. Das, was die Große Koalition jetzt hier verabschiedet, Sie haben es schon angesprochen, widerspricht dem Äquivalenzprinzip, das ist völlig klar. Äquivalenzprinzip. Ich widerspreche Ihnen da ganz klar. Ich habe am Anfang im Interview gesagt, es gibt bereits eine Höherwertung von Entgeltpunkten. Da gibt es gar keine politische Debatte drüber, nämlich in der Regel bei Frauen. Bei Mütterrente gab es massig Debatte. Mütterrente ist der Entgeltpunkt, den Sie bekommen, aber Sie kriegen 10 Jahre quasi in der Rente als Anrechnungszeiten anerkannt. Und wenn Frauen in dieser Zeit arbeiten, kriegen sie ihre Entgeltpunkte auch höher gewertet, also in diesen 7 Jahren. Und deshalb ist es eine gängige Praxis in der Rente. Es ist nicht so, dass es ein neues System ist. Und es ist auch weiterhin als Äquivalenzprinzip gebunden. Okay, dann formuliere ich es also anders. Die Frage ist ja auch der Überprüfbarkeit. Da wird gesagt, wenn man verheiratet ist, diese berühmte Zahnarztfrau ist mir viel zu oft durch die Medien gegangen und einen Zahnarzt als Gatten hat, dann ist klar, dass sie wahrscheinlich diese Grundrente nicht braucht. Die Frage ist nur, wie kann man das als Staat überprüfen? Da hat man jetzt die Lösung gefunden, automatischer Abgleich zwischen Rente und Steuer. Und da ist ja die Frage über die Einkommensprüfung, da ist ja die Frage, ist denn das Ziel genau, was da ist, mal unabhängig von der Frage der Datensicherheit? Wir Freien Demokraten haben genau diese Frage ja kritisiert. Wir glauben, dass die Probleme bei der Grundrente jetzt darin liegen, dass sie nicht zielgenau ist, dass also auch die Grundrente ausbezahlt wird an Menschen, die sie nicht notwendig haben. Und angesichts des hohen Steuerzuschusses heute schon zur Rente, der geht ja auf 100 Milliarden, das ist ja dann ein Drittel unseres Bundeshaushaltes, das sind ja immense Mittel, die an anderer Stelle etwa für Investitionen in die Bildung von jungen Menschen, in die digitale Infrastruktur fehlen. Etwa auch bei der künstlichen Intelligenz, wo wir in Deutschland 3 Milliarden machen, aber die Chinesen 150 Milliarden. Also wir glauben, dass es falsch ist, hier mit der Gießkanne ranzugehen, eine Einkommensprüfung, die jetzt ja die CDU durchgesetzt hat, ist besser als gar keine Prüfung. Aber wir sind der Meinung, dass die Bedürftigkeitsprüfung das Richtige ist. Und wenn eben hier Sozialleistungen gewährt werden von der Allgemeinheit, von der Solidargemeinschaft, vom Steuerzahler, dann ist es auch legitim zu prüfen, ob überhaupt eine Bedürftigkeit vorliegt oder nicht. Sie haben es gesagt, in diesem Haushalt ist die Grundrente ja noch gar nicht drin. Sie wollen das unter anderem finanzieren mit der Finanztransaktionssteuer. Da rechnen Sie mit 1 Milliarde Aufkommen. Ich habe mir mal die Gesetzestexte durchgelesen, auch aus dem April von Hubertus Heil. Der hat damals mit 500 Millionen gerechnet. Das finde ich immer ganz spannend, wie sich sowas verändert. Im Übrigen, diese Finanztransaktionssteuer, das hat die CDU jetzt auf ihrem Parteitag gesagt, die wird nicht allein in Deutschland eingeführt. Wenn die nicht europaweit kommt, macht die CDU da nicht mit. Da gibt es das nächste Problem. Also wir reden ja heute über einen großen Bundeshaushalt. 150 Milliarden, 41% des Bundeshaushalts. Das ist ein Haushalt des Zusammenhalts. Und wenn Hubertus Heil sagt, ich kriege 1,5 Milliarde aus der Finanztransaktionssteuer, um etwas in meinem Haushalt zu finanzieren, heißt das ja nicht, dass das Gesamtaufkommen ist, mit dem der Finanzminister rechnet. Wir haben das vereinbart, dass die Grundrente aus Steuermitteln finanziert wird. Die Transaktionssteuer wollen wir dafür verwenden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da in der Koalition zusammenkommen. Ich will aber noch mal festhalten, Herr Theurer und ich haben ein grundsätzlich unterschiedliches Vorstellung dieses Sozialstaats. Menschen, die 35 Jahre eigene Beiträge geleistet haben, müssen nicht in die Grundsicherung. Sie sollen keine Bittsteller und Bittstellerinnen sein beim Sozialamt bzw. bei der Grundsicherung, sondern sie haben einen Rechtsanspruch. Das ist übrigens auch in der Rente so und soll auch bei der Grundrente so sein. Herr Theurer, Sie haben das Schlusswort, Sie haben Frau Mast gehört. Warum ist das keine gute Idee, den Menschen auch eine Lebensleistung anzuerkennen? Also ich sehe da den Gegensatz, den Frau Mast gerade gesagt hat, was das Sozialstaatsverständnis angeht, nicht. Denn es gibt auch einen Anspruch auf eine Grundsicherung, also auf die Abdeckung des Existenzminimums. Das wollen wir als Freie Demokraten. Wir wollen aber das Leistungsprinzip eben genauso berücksichtigt sehen. Und wir kommen auch noch mal auf die solide Gegenfinanzierung. Also gerade diese Finanzmarkttransaktionssteuer, über die wird seit über 10 Jahren gesprochen. Bisher wurde noch nie geliefert. Das ist so die berühmte Wanderdüne, die wird immer wieder ausgegeben. Aber
letzten Endes kommt sie nicht. Und so wie sie kommt, trifft sie dann auch noch die Kleinsparer. Also wir halten das für eine unseriöse Finanzpolitik. Herr Theurer, Frau Mast, vielen Dank. Finanzpolitik, das ist das Stichwort. Jetzt geht's los im Plenarsaal. Der Etat von Hubertus Heil, 150 Milliarden, wird hier beraten. Und heute Mittag dann die Schlussabstimmung über den Gesamthaushalt. Ich gebe rein.